an der Tür. Warum heult ihr denn? Mann, die schicken, ich bin noch extra hier rein. Kann man die auch googeln, dass ich ein Ritter bin? Die ganze Wahrheit. Du redest einfach ein bisschen Müll. Mal zuhören, Kim. David macht hier auch Bundeswehr. Weil ihr zu viel quatscht, macht ihr heute die Toilette. Richtig respektlos. Und? Mein Vater war halt handgreiflich. Packt Cora aus. Willkommen zu Tag 5 im Dschungelcamp. Zeig deine Muskeln. Ja, wenigstens ein bisschen. Ja, sehr gut. Der hat da durchgezogen, ist aufgestanden, hat sich gefühlt, als hätte er heute die Weltmeisterschaft gewonnen. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Wow. Wow. So früh habe ich noch nie mal den Sport gemacht. Wir machen alle Detox und der Heinz ist in Reha. Steh auf da! Yeah. Man muss. Nein, der Heinz redet hier bei seiner Sportübung kein Kauderwelsch. Nee, das ist nur der Versuch, einen Song der No Angels zu singen. Und wie der Heinz einfach vom Interview-Schreck aus der ersten Folge zum liebevollen Opi hier geworden ist. So eine krasse Wandlung gibt es halt hier nur im Dschungelcamp und natürlich bei Felix. Vom unbeachteten Soap-Darsteller zum Unausstehlichen. Wir nennen das immer Molding. Ganz steif die Arme bis vorne. Da kannst du aber lange drauf warten. Das gehörte anfangs in Amerika zur Schauspielschule. Ungefähr so. Ja. Heinz, heute ist dein Tag. Molding heißt das. Ey, und ich, Idiot, dachte, das wären die Bewegungen und Geräusche, mit denen Sophia Tomala Sporthallen betritt. Heinz zeigt ja allen Übungen zum Lockern der eigenen Zunge. Diese Übung, meine lieben Freunde, wird natürlich der Mike künftig immer machen, bevor er mit Gigi zusammen auf die Piste geht. Ja, nee, das frischt richtig auf. Das ist was Schönes. Wir kümmern uns gegenseitig um uns, also er um mich und ich um ihn. Und wir haben da schon eine Verbindung. Ja. Es ist toll, ha? Huh? Australien! Der Hammer! Ich würde fast sagen, das hier ist einer der schönsten Momente im Dschungelcamp. Er supportet den Heinz einfach wirklich auf allen Ebenen. Und ich finde, es wirkt total ehrlich und nicht irgendwie auferlegt oder erzwungen. So eine entspannte und irgendwie auch selbstlose Einstellung, die siehst du hier tatsächlich einfach so selten wie eine Insta-Story von unserem Tim ohne Promo-Code. Freunde, ey, was kommt von oben? Bitte lass es Sperma sein. Lieben Baby. Oktopoden. Und eine Ananas. Ananas! Ananas. Oh mein Gott, warum heulst du jetzt eine Ananas? Das ist wirklich hardcore. Love you. Hallo. I love me too. Ania ist so eine Trauermücke. Die ist irgendwie immer am Weinen, wenn sie glücklich ist, wenn sie traurig ist, wenn es Essen gibt, wenn es eine Ananas gibt, wenn es keine Ananas gibt. Also Ania ist immer ready. Ich freue mich da auch nicht über eine Ananas zu Hause. Ich mag eigentlich gar keine Ananas. Ja, aber Dankbarkeit ist doch was Schönes. Privat würde ich mir niemals eine Ananas kaufen. Ania freut sich so sehr über die Ananas. Kim dachte für einen ganz kurzen Moment, David hätte doch Ania seine große Liebe gestanden. Das ist Tag 5. Und sie bricht völlig in Tränen aus wegen einer Ananas. Vielleicht müsst ihr das so ein bisschen verstehen. Bei GNTM war das natürlich damals ihre Wochenration. Es fragen sich natürlich alle, sag mal, warum freut ihr sich bitte über eine Ananas, wenn sie die eigentlich gar nicht mag? Also Ania freut sich so sehr, weil sie eben hofft, dass der David davon eine gute Portion isst. Kim und ich haben jetzt heute mal gesagt, dass wir mal zusammen kochen. Einfach mal so als Frauen. Wir wissen, wie man einen Kochlöffel schwingt. Ja, die Mädels wollen heute mal kochen. Boah. Wer kochen mag, dem gebe ich natürlich gerne den Kochlöffel weiter. Den schneidest du einfach ab, dann habt ihr die ganzen einzelnen Blätter schon. Ja. Wie gesagt, mach hier den Schrunk ab. Ja, mach den einfach abschneiden. Braucht ihr aber nicht so klein schneiden, Leila? Ja, weil der eh eingeht. Weil der total, der wird richtig klein, der schrumpft ganz, ganz toll. Ist schon eine Wissenschaft, so Gemüseschnibbeln, ne? Ich bin ja auch nur ein dummes Objekt. Wie soll ich ein Gemüseschnibbeln jetzt auch noch? Also gib mir ein paar Tipps bitte, Felix. Aber du hast auch wirklich immer alles im Griff, ne? Ja, einer muss ja. Wie unangenehm magst du sein und Felix so? Natürlich ist Felix Experte fürs Schneiden. Ja, wie oft hat er schon erlebt, dass seine Statistenauftritte hinterher wieder alle rausgeschnitten wurden? Du bist so lustig, Felix. Ich habe, glaube ich, einfach ein bisschen Ahnung. Die gebe ich gerne weiter. Was wollt ihr mit dem Tofu machen? Ja, wir können den ja nicht einlegen. Also schneiden wir den kleinen Würfel und braten den mit an. Mit dem Gemüse. Das war schon irgendwo ein bisschen nervig und auch unangenehm, dass so Papa Bär hinten dran steht, der mir noch so eine Schneideschulung gibt. Da ist ja noch eine Tomate. Macht die doch mal fertig. Ja, machen wir auch. Ja, ihr macht es schon. Sind die Frauen fähig? Können wir schneiden? Nee, überhaupt nicht. Mach mal die Kerne raus.
Mit einem Löffel am besten. Ihr müsst den Frauen auch mal vertrauen, auch wenn ihr uns immer unterschätzt, Leute. Sagt doch keiner. Das ist doch kein Kochen. Ja, das sind übrigens auch die Bilder, die man im Duden unter Mansplaining findet. Der großzügige Felix gibt was von seinem Wissen weiter. Die Frage ist aber natürlich, was die beiden bitte mit seinem Wissen über aktuelle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen anfangen sollen. Falls so ein bisschen Wut in euch aufkommt wegen dem Felix, die könnt ihr ganz schnell loswerden. Einfach auf den Abo-Button klicken und die Glocke aktivieren, dann ist alles wieder gut. Also ich glaube, dem wäre es auch am liebsten, dass er das komplett alleine macht. Aber man muss ja auch abgeben können. Ne? Ja, ja. Vor allem, wenn man einmal sagt, Schöpfer. Weil eigentlich das Kochen macht dir Spaß, aber so halt dann nicht. Ja, ja, wenn so 10 Leute auf dem so einen auf man kann nicht. Das, ja, ja. Oh. Also da will ich mir auch draußen bestellen im Restaurant. Also echt ein geiles Menü. Trotzdem ein bisschen Salz. Aber sonst? Felix gibt seinen Kochlöffel nur widerwillig ab. Lieber gibt er halt stattdessen von der Seite altkluge Kommentare. Ist aber auch so ein bisschen nachvollziehbar, als er in den vergangenen Tagen gesehen hat, dass sowohl Kim als auch Layla ihn in Sachen Schauspiel wirklich überragen. Will er natürlich jetzt hier seine einzige Chance auf Sendezeit als Chefkoch hier nicht kampflos aufgeben. Da ist eine Spinne an der Tür. Alter, die ist so groß. Anni, was ist passiert? Da ist eine Spinne. Wenn sie eine Prüfung bekommen und die schmeißen Spinne auf sie, dann lieber jetzt schon mal Bekanntschaft machen. Da. Ja, hier ist nichts, ne? Die sitzt unten. Oh mein Gott. Komm, jetzt, halt dich fest bei mir. Wenn, dann geht die auf mich. Ich scheuch die weg. Hör auf jetzt. Ich schwöre, am Ende geht die auf mich los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guck, ich bin hier. Ich schirm die ab mit meinem Hemd. Du willst mich verarschen? Da ist noch ein, oh mein Gott, da ist noch ein. Alter Schwede, guck dir die an. Ist das eine schwarze Witwe? Hat man Dani Büchner ernsthaft so lange im Dschungelcamp vergessen? Schon wahnsinnig hier. Ja, ja, die sind schon heftig, ne? Aber es ist wie Vogel in Deutschland, weißt? Ja, wie Vogelspinnen in Deutschland. Nein, wie Vögel, wie Tauben. Die, bei uns fliegen die und hier laufen die. Ach so. Spinnen sind die Tauben Australiens. Den Satz lasse ich mir auf jeden Fall auf dem Kissen stecken. Kleine Korrektur, lieber Fabio. Das haarige Geschöpf auf dem Boden muss in Deutschland keine Taube sein. Das kann natürlich auch Tom Kaulitz sein, der beim Versuch, die Erinnerung an vergangene Nacht loszuwerden, ein bisschen zu viel getrunken hat. Da sind zwei fette Spinnen, Riesenspinnen, so Riesendinger. Das geht gar nicht. So Hansmann-Spinnen, die noch in der Entwicklung sind, die aber schon so Teenager sind. Und eine sitzt auch hier am Baum. Wo denn? Hier an der Seite. Wo denn? Hier. Ja, aber es ist der Dschungel. Hier werden überall Spinnen sein. Das ist doch nicht schlimm. Mann, die schicken die Spinnen noch extra hier rein. Ja, ja. Das hat Jamila auch immer gesagt. Mann, hier unten am Baum sitzt auch eine. Meine Wo Fresse. Denn? Da oben sitzt auch eine. Alter. Da, hier, da und da. Das ist doch nicht ernst. Warum heult ihr denn jetzt, weil da eine Spinne sitzt? Wir sind im Dschungel, Mann. Guck doch einfach nicht hin. Es ist einfach übertrieben. Der muss ja doch nicht so ein Format annehmen. Dann soll so Golf spielen. Hier wimmelt es nur so von Spinnen und Anja bricht zusammen. Nur weil die hier im Dschungel sind, muss man ja wirklich nicht davon ausgehen, dass hier überall Spinnen sind. Das ist eine Riesenfrechheit von Sarah, Anja hier mit der Realität zu konfrontieren. Das ist ein Gedanken, den ich doch sehr gerne mit euch teilen möchte. Seht ihr die Möglichkeit, dass Anja hier so verzweifelt nach Spinnen sucht, wie die Tontechniker von Andrea Kiebel die Mute-Taste nach ihrer Anmoderation beim Fernsehgarten, weil sie halt eben Sendezeit möchte? Wenn wir jetzt hier sterben bei RTL, glaubst du, das wollen die? Aus rechtlichen Gründen kann ich dazu leider gerade keine Aussagen treffen. Dann würde auch ganze Show abgesetzt werden. Wir sind ja hier im Gebiet, wo ich bin. Ich finde es so krass, dass du mir sagst, wir sind hier im Dschungel. Bitte fass mich jetzt nicht an. Ich will dir doch nur helfen. Aber wenn ich eine Panikattacke bekomme, dann kannst du nicht sagen, wir sind im Dschungel. Ja, ich war, mir ist bewusst, dass wir im Dschungel. Aber mir war nicht bewusst, dass es so ein krasses Ausmaß ist. Okay. Vor allem weißt du, was du aufdenken musst. Was glaubst du, wie viele Spinnen hier überall sind, nur wenn ich siehst? Das ist echt schon bemerkenswert, mit welcher Verachtung hier Anja angeguckt wird. So schauen sonst echt nur die Geissens, wenn sie irgendwo einen Renault Twingo sehen. Die sagen hier jetzt natürlich alle vielleicht zu Recht, sag mal, die muss doch die Sendung kennen und die weiß doch, was hier auf sie zukommt. Da sind halt die Erwartungen einfach höher als die Realität. Das Gefühl kennt ja jeder, der mal eine Dr. Oetker Schokopizza gegessen hat. Ja, ich freue mich schon. Also, wir haben die erste Nachtwache. Das Schönste, was passieren würde, wäre, Anja, du bist meine Traumfrau. Ich will dich kennenlernen. Mir ist das wirklich egal, mit wem ich da zusammenarbeite. Hast du das schon mal mit dem Wasser mal gemacht? Mm-mm. Willst du das mal machen? Kann ich machen. Ich würde ihn gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen. Also ich würde gerne mehr über sein Leben erfahren. Aber du hast sogar keine Ängste, ne? Ich mache mir keine Gedanken darüber.
Und ich erkläre dir das, dann kannst du das ja gleich mal machen. Guck mal, du siehst ja den hinteren, ne? Den braunen. Klapp ich einfach auf, gib's rein. Da sind bestimmt schöne Spinnen am Baum. Nö. Oh Gott, ey, es ist wirklich so unfassbar unangenehm. Der gute David ist im Gespräch mit Ania doch eher einsilbig und wortkarg. Er überlegt jetzt natürlich hier ganz schnell an einen Kontakt von Tina York kommen kann, damit sie ihm zeigt, wie man mit offenen Augen schläft. So geht dann auch die Zeit schneller um. Aber es ist dunkel. Ja. Also bis jetzt haben wir eigentlich immer guten Gesprächsstoff gehabt. Du drehst das einfach auf und hältst die Kanne da drunter. Wenn voll ist, machst du zu. Danke, dass du mir das so genau erklärt hast. Ich zeig dir dass das mir, jetzt. Dass du mir sagst, wie ich einen Hahn aufdrehe. So. Danke. Ich fand schon ein bisschen schade, dass er sich weggesetzt hat, weil ich habe den Grund nicht verstanden. Weil ich habe mich auf die Nachtwache gefreut mit ihm. Es kam nie eine Gegenfrage, also der hat nur geantwortet. Und dann habe ich ehrlich gesagt auch die Motivation verloren, dann weitere Fragen zu stellen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, so, weil sie auch müde war, dass ich sie jetzt nicht zuquatschen möchte. So verzweifelte Blicke und ein so unendlich lange wirkendes, quälendes Gespräch. Ich glaube, das gab es zuletzt zwischen Sarah Kern und der Geschäftsführung von H&M, als sie natürlich gefragt hat, ob sie da vielleicht auch mal eine eigene Kollektion rausbringen kann. Na, weinen wegen Spinnen, Ananas, weil sie nicht in eine Prüfung gewählt wird und jetzt auch noch wegen David Odonkor. Anias Gründe, in Tränen auszubrechen, sind tatsächlich einfach noch verwirrender als sämtliche Monologe von unserem lieben David Ortega. Wechsel mal kurz hier den Teamchef. Yeah. Will einer freiwillig machen? Ich mach das heute, komm. Ja, einmal zuhören, Kim. Davids Ton ist schon der Herrscher, ne? Den hat er jetzt mal rausgepackt. Mit dem Toilettenpapier. Wir haben jetzt 6 Stück und da müssen wir 3 Tage aushalten. Kim, wegen der Toilette, weil ihr zu viel quatscht, macht ihr heute die Toilette. Eine Runde Mitleid, aber nicht von mir. Ist aber irgendwie wie in der Schule. Und als ob das David geahnt hätte, hat er auf seinem Körper noch schön Plätzchen für ein Tattoo freigelassen. Klar, nach dem Dschungelcamp wird er sich auf jeden Fall den Augenblick seines zweitgrößten Triumphes stechen lassen. Und das ist die Szene, in der er es geschafft hat, dass Kim Virginia mal für 3 Sekunden ihren Mund hält, weil sie es einfach nicht glauben kann. Haben wir gerade eine Strafe bekommen vom neuen Chef? Wenn du eine Ansage machst und die quatschen die ganze Zeit, das kann ich eh nicht ab. Und deswegen habe ich die beiden gewählt. Wir sind ein Team und dann rocken wir das heute. Die Queen ist auf jeden Fall nicht dafür gemacht, irgendwelche Blumsklos auszuleeren. Das sage ich schon mal, wie es ist. Richtig respektlose Nummer. Der hat, glaube ich, auf den Tag gewartet, mal Teamchef zu sein, der David. Ja. Das ist ich glaube, der kann jetzt so richtig seine strenge Papa-Rolle raushängen lassen. Tag der Abrechnung. Also richtig heftig unterwegs, der David. Ich glaube, es sorgt schon für Spannung. Kim bewirbt sich jetzt wirklich seit Tagen sehr angestrengt darum, dass sie endlich in eine Dschungelprüfung darf. Aber die Zuschauer tun ihr genau den Gefallen nicht. Die letzte Bewerbung, die von RTL so gekonnt ignoriert wurde, war die von Kristall für die Moderation des Dschungelcamps. Und ich glaube, in beiden Fällen können wir sagen, zum Glück. Und lieber David, natürlich macht die Queen kein Plumpsklo sauber. Dabei sollte Kim natürlich eigentlich froh sein, dass sie in diesem Jahr zumindest mal einer Tätigkeit nachgeht, die sie im Lebenslauf unter berufliche Erfahrung schreiben kann. In die Dschungelprüfung. Nochmal Layla. Die wollen sie leiden sehen. Ey, was mache ich denn hier, dass sie mich da immer reinruft? Ihr wisst doch, wie das ist. Finden die einen so grauenvoll, dass sie einen reinwählen oder mögen die einen richtig und wollen einen einfach nur sehen? They want to see you leiden. Ja, yeah, I merke it. Also meine Nummer verdecke ich jetzt heute, die kommt nach hinten, damit keiner mehr auf die Idee kommt, sie zu wählen. Ich kann hier jetzt meinen Dschungelurlaub machen, die Queen chillt. Ich finde es, hört sich jetzt böse an, aber ein bisschen toll, ne? Gerade nach gestern kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, warum sie wieder in die Prüfung gewählt wurde. Wahrscheinlich haben halt gestern schon für Layla so viele angerufen, bevor die Prüfung ausgestrahlt wurde. Anders kann ich mir es nicht erklären. Also, die liebe Kim freut sich, dass die Layla in die Prüfung muss. Sie freut sich sogar so sehr, dass sie das erste Mal seit Jahren geschafft hat, trotz der ganzen Filler im Gesicht zu lächeln. Du machst was fürs Klima, das ist doch eine ganz tolle Sache. Und zwar für unseres. Leider ist die Klimaanlage hier kaputt gegangen und du musst da rein und das klären. Deine Prüfung, liebe Layla, heißt Reparatortur. Mit Simon Mobile. But for what? I need a Kugelschreiber. Aber wirst du schon sehen. Oh Gott. Mein Gott, ich hab Angst. Durch den Wartungsschacht rauskriechen, also so wie Cora es macht, wenn jemand im Nebenraum eine Zigarette anzündet. Oh mein Gott, nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich sehe
mit dieser Brille. Stopp, das geht zu. Ich kann nicht. Du machst das doch super. Stopp. Ich bin jetzt auf mich raus. Ich kann nicht. Okay, ja. Das war's. Tatsächlich, so viel Gekreische aus engen Räumen hat man früher immer nur aus dem Kinderzimmer von Mike Heiter gehört, wenn Elena Miras zu Besuch war. Wir holen dich schnellstmöglich da raus, alles gut. Das ging gar nicht. Warum? Das war so schlimm. 0 Sterne, kein Essen. Das macht zumindest mal unseren Sternezwischenstand hier sehr einfach. Wenn das hier so weitergeht, dann müssen aber einige von euch nochmal einen neuen Tipp abgeben. Sonst wird das nichts mit dem Google Pixel 8 Pro, dem RTL Plus Gutschein über 150 Euro und natürlich der Überraschungstasche. Weil die Nachfrage noch aufkam, also genau, es ist so, wenn eine Person die richtige Anzahl der Sterne errät, die die Kandidaten hier während der Staffel sammeln, dann gibt es diese drei Preise direkt. Und wenn mehrere die richtige Antwort genannt haben, dann wird's verlost. Alles bereitgestellt von Simon Mobile. Und ich wusste nicht mal, dass irgendwas in mir so eine harte Panik auslösen kann. Und dann diese Spinnennetze, da wusste ich schon ganz genau, dass da hundertprozentig auch welche sind. Wow. Das war gerade wirklich ein richtig harter Kampf mit mir selber. Ich glaube, auch jetzt hat sie auch alles schon überwunden. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sie mit 0 Sternen kommt. Nee. Man wird einfach hier mit Sachen konfrontiert, bei denen man gar nicht... Also die so richtig tief drin waren, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, so. Da siehst du halt, dass Layla sich viel mehr mit Kim hätte unterhalten müssen. Sie hätte ihr auf jeden Fall was darüber erzählen können, wie es ist, wenn sie Panik bekommt. Zum Beispiel, wenn sie jemand nach ihren bisherigen beruflichen Stationen fragt oder wenn sie die Uhrzeit an einer Quarzuhr ablesen soll. Alle glauben sie an Layla, unterstützen sie, aber niemand denkt daran, dass Felix heute leider gar keine Gemüseschneidevorführung inszenieren kann. So. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich war ich nicht. Ich habe gar keine Kraft, jetzt euch irgendwas zu erzählen, weil mir geht es wirklich richtig schlecht gerade. Es gibt leider nichts zu essen. Das Problem war, dass der erste Raum einfach komplett stockdunkel war, so ein richtig kleiner Raum. Hat es mich halt einfach an so ein Trauma erinnert, was ich habe. Was passiert? Wo ich, glaube ich, 6 war oder so, die ganze Nacht in so einem Raum eingesperrt war und nichts gesehen habe und geschrien habe und keiner hat mir halt geholfen und ich konnte da nicht mehr raus. Und so habe ich mich halt gefühlt in dem Moment. Deswegen konnte ich einfach nicht weitermachen. Das ist okay. Das ist okay, Baby. Das ist okay. Wir alle wissen dann, dass Kindheitstraum schwer geheilt werden. Wir sind trotzdem stolz auf dich, dass du es versucht hast. Ja, auf jeden Fall. Du musst hier nichts machen, was du nicht machen willst. Lucy ist einfach ein Engel. Punkt. Und ich finde es auch richtig gut, dass die anderen verstehen, warum sie die Prüfung nicht machen konnte und jetzt sie hier nicht sauer sind wegen der 0 Sterne. Wir haben von Layla ja schon von ihrer Krebserkrankung erfahren, jetzt auch noch diese Geschichte. Also ich finde es richtig toll, wie sie hier auftritt und ehrlich gesagt kann ich es auch nicht verstehen, dass sie jetzt einfach immer und immer wieder in die Prüfung gewählt wird. Warum tut sie sich das hier alles an? Ich meine, sie hatte auch gestern und vorgestern da schon vor den anderen Sachen Angst. Sie sieht das Camp halt aktuell, wie David ein Gespräch, wirklich eine ständige Konfrontation mit sehr unangenehmen Momenten. Mein aktueller Stand mit Mike ist so ein bisschen Anschweigen. Du musst, wenn der Sachen sagt, auch Einsicht mal zeigen. Ich sag immer genau, wie ich es denke. Ja. So, ich würde niemals jemanden judgen für irgendwas, was er macht, dass ich daran denke, dass wenn ich irgendwann eine Mutter bin oder so, dass ich nicht will, dass meine Kinder darunter leiden, was ich halt dann mal so gemacht habe. Dafür hast du jemanden geboxt. Ich meine, für die Zuschauer kommt es so rüber, okay, die hat jetzt einfach zugeschlagen oder so. Aber was da dahinter gesteckt hat, das wissen die halt gar nicht. Vor allem für mich war das einfach so ein Triggerpunkt, weil so mein Ex hat mich immer richtig hart zusammengeschlagen. Und danach hatte ich nie wieder diesen Punkt, dass ein Mann so nah bei mir war und mir so eine Angst gemacht hat, wie bei ihm. Oh Mann, Mann, Mann. Also, für alle, die es nicht wissen, Layla war bei Ex on the Beach und genau, da ist was passiert. Natürlich konnte Layla damit rechnen, dass sie genau darauf angesprochen wird. Und entsprechend hat sie sich auch darauf vorbereitet. Und was schon spannend ist, wie Kim das einfach als alter Medienprofi diese Geschichte parat hat und direkt zurückschießen kann, ist schon krass. Ich hatte 6 Jahre einen Freund. Hat es angefangen, dass er mich halt einfach immer geschlagen hat. Ja, der hat mich einmal so vor der Haustür zusammengeschlagen, dass ich zum Arzt bin. Der hat mich direkt ins Krankenhaus geschickt. Da war ich auch dann 3 Tage, weil mein Kiefer geprellt war und ich eine Gehirnerschütterung hatte. Ja, und der hat doch 2-mal versucht, halt mich mit einem Kissen. Die Leute sollten erst mal vielleicht mal überlegen oder mal nachfragen, warum Menschen woher das kommt handeln. Und warum Menschen so handeln. Ja,
für mich war einfach ein Punkt. Ich habe mich in dem Moment einfach wieder so zurückgebeamt gefühlt. Da steht wieder ein Mann vor mir, der unberechenbar ist. Ich will weg, der lässt mich nicht gehen. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung dafür. Ich bin selber sauer auf mich und ich hasse mich selber dafür, dass es passiert ist. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass RTL die Nummer für Hilfesuchende eingeblendet hat. Hier ist sie auch nochmal. Deswegen ganz wichtig, wenn es euch ähnlich geht, sucht euch Hilfe. Ich bin von Leila tatsächlich total überrascht. Und ja, sie konnte heute die Prüfung nicht schaffen. Ich glaube trotzdem, dass sie durch das, was sie hier gerade macht, wirklich bei ganz vielen an Sympathien gewinnt. Und völlig zu Recht. Ich finde es sehr, sehr, sehr toll, dass sie das so offen mit uns teilt. Und ich habe den Eindruck, zum ersten Mal sehe ich Leila in einer Sendung als echte Person. Also nicht irgendwie nur naiv, lustig. Da gehört, finde ich, sehr viel dazu und finde das toll. Mein Vater war halt handgreiflich und sowas. Und wenn ein Mann dann halt handgreiflich war, ja, und du konntest nicht rauskommen aus einer Situation, ich glaube, deswegen haben wir auch bestimmt Klaustrophobie. Ja, weil ich wurde auch überall eingesperrt und so, dies, das, weißt du. Und ja, wenn dann ein Mann gegen mich die Hand erhebt, ich bin so noch in einer aggressiven Mut. Ja. No. Das kommt daher, dass ich halt einen sehr handgreiflichen Vater hatte und dass er mich irgendwie am Boden entlang geschliffen hat oder mich getreten hat oder sonstiges. Und ich wusste halt immer, wenn er irgendwie eine aggressive Mut hat, jetzt geht's los. Deswegen bin ich halt auch ein bisschen, sag ich mal, denkt man, dass ich kaltherziger manchmal bin, glaube ich, weil ich halt auch immer was abbekommen habe, wenn ich halt weine oder sonstiges. Deswegen fällt mir das halt ein bisschen schwieriger. Bei mir war das schon ein Dauerzustand, so bis ich 12 war, glaube ich. Also ihr müsst wissen, ich kenne das aus meiner Familie auch, im sehr, sehr, sehr nahen Familienumfeld. Das zerstört so viel. Und ich weiß, es gab so viele Situationen tatsächlich dann auch in dem Umfeld, wo probiert wurde, Dinge zu verschweigen, dass es andere nicht mitbekommen, wo ganz, ganz viele Sachen passiert sind, die unfassbar schlimm waren. Und das, um Gottes Willen, ey, also es tut mir wahnsinnig leid. Ich will da jetzt keine küchenpsychologische Deutung ihres Verhaltens jetzt irgendwie anstellen. Dafür ist das Thema viel, viel zu groß. Aber es ist natürlich völlig klar, dass die Vergangenheit von Kim riesengroße Spuren hinterlassen hat. Und das von der Person, die eigentlich den größten Schutz bedeuten sollte. Natürlich hat dann irgendein fremder Mann nicht die Konsequenzen zu tragen dafür, was wir mal erlebt haben. Aber trotzdessen macht es schon Sinn, dass man sich dann mehr wehrt und mehr in die Enge gedrängt fühlt und eine Gefahr sieht. Ich bin so stark geworden, weil ich halt einfach stark sein musste. Also es weiß halt wirklich niemand, wie es in jemandem aussieht. Und auch, dass Kim sowas erleben musste, auch noch mit dem eigenen Papa. Das waren beides Menschen, die einen eigentlich lieben sollten. Ich denke, es hat uns definitiv näher gebracht. Also ich habe Leila wirklich lieb gewonnen und jetzt auch mal so eine andere Seite gesehen. Und ja, man merkt, schlimme Geschichten machen Powerfrauen. Ah, es ist so eine Scheiße, ganz ehrlich. Warum? Ja. Also wir können auf jeden Fall nur die Daumen drücken, dass die beiden das gut aufgearbeitet bekommen. Und das dauert sehr, 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 sehr lange. Und dass sie sich da Hilfe holen und auch die richtige Hilfe bekommen. Und ich wäre jetzt aber trotzdem froh, wenn es eine Person gibt, die durch komisches Verhalten uns doch noch mal auf andere Gedanken bringt. Meistens gehe ich einfach in so Bars, wo so ein DJ ist, wo man aber trotzdem noch so quatschen kann. Weil ich liebe das, mit Leuten so zu connecten, weil ich einfach was von denen auch so lernen kann. Ja, ja. Man kann immer schlauer werden, auch beim Feiern. Hast du was gelernt? Ich? Ach, ich habe viel gelernt. Hobby-Schauspieler. Hobby-Schauspieler? Nein, Schauspiel. Und Stunt-Ausbildung, eine professionelle habe ich. Ich habe ja auch ganz lange Piraten gespielt, ne? Er hat schon viel erlebt. Bin ja Pirat, sind ja meine Piratenmünzen. Er hat viel gesehen. Wir haben mit echten Waffen quasi gekämpft, die halt auch wirklich schwer waren. Der erzählt und erzählt und erzählt. Also das ist echt ein Wahnsinn. Felix hatte ungefähr jetzt, glaube ich, haben wir gerade mitgezählt, so um die 600 Jobs, ist Stuntman, beinahe Sternekoch. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er leider nur das Rollenprofil von John Bachmann durchgelesen hat. Ich habe Masked Singer gemacht, im Wok-WM. Bravo-Fotoshooting, Popcorn-Fotoshooting. Das ist aber krass. Genauso wie ich auch gerne was weitergeben kann mit dem Wissen, was ich habe, weißt du? Can I have your attention, please? Eine Karte ist ja grundsätzlich immer genordet. Manche Karten sind groß, manche Karten sind klein. Der gute Felix hat eine professionelle Stunt-Ausbildung. Niemand kann so gut rausfliegen wie er. Meistens aus Castings oder Bewerbungsgesprächen natürlich. Masked Singer, Bravo, Otto, Popcorn. Und nur eines davon ist weniger als 20 Jahre her. Glückwunsch. Ich habe echt mal den Hänsler geschlagen, oder? Haben nicht schon mehrere geschlagen oder ist das selten? Schon selten. Warst du beim Walk of Fame? Ja, ja. Ich habe da gewohnt.
Ich bin feiern gewesen mit den Black Eyed Peas zusammen. Eigentlich wollte ich ja immer zur Luftwaffe, ne? Ich wollte ja fliegen, Top Gun. Ich habe eine Sicht von 140%. Adlerauge. Meine Spaghetti Bolognese ist legendär. Da denkt man auch manchmal so, okay, was geht jetzt hier ab? Ich gehe jetzt auch, ja. Ach, wie schön. Was ist schön? Mein Ohr ist gerade freigeploppt. Da hat Tim auf jeden Fall Glück gehabt, dass das mit den Ohren so schnell ging. Normalerweise dauert das deutlich länger, wenn man neben jemandem wie Felix steht. So, und wie? Felix hat so eine mega gute Sehkraft. Ist ja blöd, ne, wenn er damit nicht sehen kann, wie unangenehm das Ganze gerade ist, was er hier abzieht. Ist hier kein Klopapier mehr, oder was? Wir haben keins benutzt. Na, ich brauche das eigentlich nur für meine Ohren. Kann doch nicht sein. Was machen die damit? Gestern hatte ich schon einen hohen Verbrauch. Fabio, Maike und ich haben eine Rolle. Ja, das wird schon kritisch. Eine Rolle zu zweit. Dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Hat er mal wieder die harte Hand angesetzt. Ich glaube, die hält einen halben Tag. Ja, die lassen ja nicht die Menschheit jetzt hier voll geschissen rumrennen. Jeder kann ja für sich mal gucken, wie viel er beim Kacken irgendwie verbraucht. Das ist richtig Trash. Endlich bekommt der Heinz auch mal wieder eine Rolle. Und das Klopapier ist einfach schon wieder leer. Bei der Menge an Tränen, die Ania hier so rauspresst, braucht sie für sich allein schon 4 pro Tag. Ich brauche pro Toilettengang, würde ich sagen, 2, weil ich pinkel im Stehen. Das sollte vielleicht auch einfach keine der Frauen wissen. Ich meine, so viel Kacken tun wir doch nicht, dass sie die ganzen Rollen weg sind mit Kindern in einem Tag. Männer sind the problem, as always. Ich habe damit kein Problem. Wir haben 2, die bedient werden müssen, ihr nur 1. Ich höre doch mal auf, so doof zu reden, Mensch, das Kinder mit 1 Löcher, 2 Löcher, 4 Löcher, 6 Löcher. Das ist ja die Mathematik. Löcher. Was ist denn das jetzt hier für ein Thema, okay. Mensch? Du redest einfach ein bisschen Müll jetzt gerade. Nimm dann Toilettenpapier und dann lass uns in Ruhe, Mensch. Bitte? Wieso braucht sie so viel? Wie viel? Guck mal, das geht jetzt langsam los. Ich fand aber, ich hab das auch nett gesagt. Fandest du, ich hab jetzt Dings? Ich hab ehrlich gesagt nicht zugehört. Endlich hat mal jemand den Heinz geknackt und wir wissen jetzt, bei welchen Themen er aus seinem Winterschlaf erwacht. Also Morgensport und der Toilettengang von Kim Virginia. So ein Riesenstreit um Klopapier, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also der Heinz ist jedenfalls über Kims Verwendungslöcher-Theorie genauso genervt wie ich, wenn ich noch eine Story, eine Bravo Otto Story oder eine Piraten Story von Felix hören muss. Ist das dein Handtuch? Ja. Ich vermisse mein Handtuch. Warum würde man einfach ein fremdes Handtuch nehmen? Wessen Handtuch hängt unten an der Wäscheleine? Entweder können die sich nicht erinnern oder... Lucy, wollen wir Pantomime spielen? Ich gehe jetzt mal das fremde Handtuch waschen. Hanna? Karate. Sailor Moon oder was? Nein, nein, Dance. Dieses Dance. One Night Stand. Ah, Avatar. Ja, ja. Avatar. Lucy, guck mal, hier ist noch ein Handtuch. Für den Mann's geben. Nein, vielen Dank, mein Schatz. Das ist ein Problem, ey. Auch Mönch Heinz finde ich richtig gut. Er ist aber auch tatsächlich der Einzige, der sein Handtuch problemlos abgeben könnte. Er hört ja nicht mehr so gut. Und die anderen brauchen halt ihre Handtücher, um sie notfalls in ihre Ohren stecken zu können. Falls Felix wieder beginnt zu erzählen. Tim, habt ihr die Toilette gemacht? Komm, wir machen das. Dann mach ich mit Sarah, wenn es okay ist. Nee, du musst auf Kim warten, sonst hol sie. Du brauchst es nicht machen. Warum nicht? Nein, weil wir das eingeteilt haben. Schatz. Überraschung. Ja. Wir müssen die Toilette machen. Ja, ich finde, solche Scheiße sollte ich nicht machen. Hat eigentlich jemand mal auf den Rand gekackt jetzt heute? Ja. Oh Gott, was seid ihr denn für Leute? Nee, David nervt mich. David macht hier auf Bundeswehr. Und da gibt's auch keine Widerrede. Zeigen die sowas im Fernsehen, wie wir Scheiße wegmachen? Ich denke. Komm mit und guck zu, damit ich das kann. Kim, ich geb dir das schon mal. Das ist nur der Deckel, der einen Schmerz hat. Ganz schwierig. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf, oh mein Mensch. Gott. Okay, nicht, oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr hören. Man muss ja nicht reintauchen, mein Gott. Yo, den Fäkalien-Eimer zurechtrücken oder wie es früher im WDR hieß, Domian live. Sie haben es erfolgreich gelehrt, den Reste-Dreck von der einen Stelle zur anderen rollen. Also damit können Sie auf jeden Fall bei Saturn arbeiten, in der Abteilung, in der die CDs von Annemarie Eifeld stehen. Du bist auch ein ganz alter Geist. Echt? Ja, ja. Ich kann ja Farben sehen. Ich sehe sowas. Ich habe viele Hobbys und unter anderem habe ich auch diese Fähigkeit. Mit Esoterik und so habe ich nicht viel am Hut. Also ich bin absoluter Quantenphysik-Nerd. Also Mathematik, das ist ja die Quintessenz des Seins. Also darum geht es in der ganzen Materie. Physik, Mathematik, Materie, Farben. Wenn du mich siehst, dann siehst du Farben.
Wow. Ich sehe das immer, hab's aber ausgeblendet. Ich habe da auch nicht gute Erfahrungen gemacht. Man will nicht immer wissen, der und der hat die und die Krankheit. Oh mein Gott, jetzt und so weiter. Wo du dran arbeiten könntest, ist Wurzelchakra. Ja. Urteilsfähigkeit. Sarah kann Farben, Krankheiten und noch viel mehr sehen. Bei den Worten hat die Produktion tatsächlich so ein bisschen Panik bekommen. Die hatten jetzt einfach Schiss, dass Sarah nach Cora schon die zweite ist, die den Qualm des Lagerfeuers viel zu lange eingeatmet hat. Die Erfahrung, dass man Kronenchakra verschieben kann, die hat sie übrigens gemacht, als sie sich entschieden hat, den Namen ihres Ex-Mannes weiterzutragen, vor dem sie sich vor 20 Jahren getrennt hat. Solarplexus, komischerweise. Das Gelb könnte größer sein. Aber ich bin jetzt auch kein Guru, ich halte mich auch gar nicht für wichtig. Was heißt das dann? Da wünschst du dir mehr Sex. Ja. Wir sind was sehr Großem auf der Spur. Das dritte Auge, da bist du sehr stark. Dritte Auge, du siehst auch mehr hinter den Kulissen als andere Menschen. Also die lebt das. Finde ich irgendwie spannend. Gibt es etwas, was dir Angst macht? Ich glaube, mir macht sehr stark Angst die Vorstellung vom Sterben. Ich will so sehr daran glauben, dass was danach ist. Es kann ich dir versprechen, dass danach was ist. Also, und wie hat sie gesagt? Quantenphysik ist die Lehre des Seins. Also mit anderen Worten, wenn es irgendwie mit dem Homeshopping nicht klappt, muss die Kohle halt über AstroTV reinkommen. Also gut, Esoterik ist nicht ihr Genre. Wurzel, Chakra und das dritte Auge sind ja auch klar wissenschaftliche Kategorien. Das kann man genauso auch auf ihrem Telegram-Kanal nachlesen. Toll. Also fast schon märchenhaft. Ja, keine Angst haben vor Sterben. Ne? Nee, ich habe auch meine Beerdigung schon eingetütet in Malta, eine Ritterbeerdigung. Ich bin ja zum Ritter geschlagen worden, aber ich weiß, wie meine Zeremonie sein wird. Alles schon eingetütet. Weißt du, was ich vielleicht denke? Dass ein Fluch auf deiner Seele liegt. Kann man ja auch googeln, dass ich ein Ritter bin. Ich werde von Rittern begraben. Also von meinem Orden. Naja. Das muss ich erstmal verdauen. Sarah ist Ritter. Erik Stehfest kann sich tatsächlich sogar noch an sie erinnern. Sie war der Ritter, der 1311 ständig vom Pferd und auf den Kopf gefallen ist. Ihr verstellt hier meinen Stehplatz quasi. Leute, das gibt direkt eine Strafe. David, kannst du nicht aufpassen? Ich hoffe es. Dann hoffe weiter, du bist es vielleicht. Ha! Ui! I told you! Oh mein Gott! Was geht in so einem Menschen vor? Sie braucht so sehr die Bestätigung von den Leuten. Und vor wenigen Stunden hatte sie noch völlige Panik vor Spinnen und jetzt freut sie sich auf eine Prüfung. Ganz vielleicht sollte man ihr halt einfach sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Prüfung daraus besteht, Schlagsahne von Davids Oberkörper abzulecken. Leila? Du bist es. Nicht! Kim ist es vielleicht! Beide! Yay! Bis dann. Okay. Was sind das? Was sind das für Tränen? Und dabei gab es gar keine Ananas. Nee. Okay, die eine freut und weint, die andere. Die beide weinen. Freudentränen. Ah, das gibt's doch nicht. Die Zuschauer sind auf diese Spinnnummer von ihr vorhin reingefallen und wählen sie jetzt hier wirklich in die Prüfung. Immerhin hat Ania jetzt einen weiteren Grund gefunden, zu weinen. Sie freut sich einfach so sehr darauf, nach ihrer Rückkehr von der Prüfung einem komplett desinteressierten David Odonko irgendwas erzählen zu können. So, Leute, Cora Schumacher hat ihr erstes Interview nach dem Auszug gegeben. Und jetzt hoffen wir mal, dass da ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. So viel Zusammenhalt und Teamwork und Unterstützung habe ich in meinem Privatleben nicht vorher in der Form gar nicht gekannt. Mir hat es wirklich das Herz zerrissen, gehen zu müssen. Nur ich musste einfach ehrlich zu mir selbst sein. Das Problem ist ein Stück weit das Lagerfeuer auch gewesen. Ich bin angetitscht gewesen, gar keine Frage. Ich habe mir auch eine ordentliche Variante ausgesucht, nicht so eine Dreitages-Dings da. Ich habe natürlich auch schon so ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt und musste mich echt wundern. Ich bin die Einzige, die nicht von Olli abhängig ist. Korrekt? Er hat eine Liebeskasper-Tour, die muss er jetzt verkaufen. Und vielleicht ist es da ein bisschen langweilig geworden mit den Themen. Also wir können auch während des Gesprächs hören, dass ihre Stimme mal besser, mal schlechter ist. Aber was jedenfalls richtig aufgegeben hat, sind Makoras Wimpern. Wir müssen auch festhalten, dass nicht nur Dr. Bob, sondern tatsächlich das Ärzteteam festgestellt hat, dass sie keine gesundheitlichen Probleme hat. Und trotzdem kann natürlich kein Arzt feststellen, ob man sich selber wohlfühlt oder nicht. Nach der Nachricht, die ich mit euch teilen durfte, gab es wohl tatsächlich nochmal ein Gespräch. Und zwar mit der deutlichen Bitte, dass jetzt nichts mehr nach außen dringen darf. Ansonsten gibt es eine fette Vertragsstrafe. Ob wir den wahren Grund jemals erfahren, schauen wir mal. Da war mein Körper einfach mit überfordert und ich gehe mal davon aus, dass ich auch darüber hinaus noch eine Kehlkopfentzündung habe. Aber laut meinen Informanten, denen ich wirklich komplett vertraue, weil sie da vor Ort auch arbeiten, ist diese Krankheit jedenfalls
nicht der, ich sage jetzt zumindest mal, einzige Grund. Bleibt natürlich dran, oder? Deswegen jetzt direkt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen, dann verpasst ihr kein Dschungelcamp mehr und natürlich auch keine Infos. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es mit jemandem teilt. Was glaubt ihr, welche Fähigkeiten hat der Felix denn noch so? Freue mich sehr, sehr auf eure Vorschläge. Hier gibt es die ganze Nachricht von einem Produktionsmitarbeiter und von einer Begleitperson, eines Promis. Und hier meine Reality Top 5 aus dem Jahr 2023. Also dann morgen zum Dschungelcamp wieder und bis gleich hier.